draußen ist Gewitter. Wo war das Gewitter? Weiß ich nicht. Ich wollte in der letzten Folge wollte ich noch was erzählen. Und zwar war hier letztens hier Strom ablesen. Wir lesen ja immer selber ab. Und kann man denn über, läuft ja alles über EDIS, wisst ihr, ja, welchen Stromanbieter du bist. Läuft alles über EDIS und da kannst du bei denen auf der Seite dann das einheben. So, und heute hat die einen Brief drin gehabt. Von meinem Stromanbieter, wisst ihr. Mit der Jahresabrechnung. Ich kriege was wieder. Jetzt halte ich fest. 7,09 €. Was kostet die Welt? So eine Pizza. Ja, aber nur eine kleine, eine mittlere. Und das ist gar nicht. Ja, aber es ist nur eine mittlere. Psst, psst, ich liege im Bett. Psst, psst. Hier draußen läuft gerade einer lang mit seiner wilden Hunde. Die Olle läuft ja auch manchmal lang. Ich finde das so schade um die Hunde, so die armen Hunde, wisst ihr? Die kommen von mir gegenüber raus, gehen hinten bei mir lang. So. Und das Warten. Das ist voll. Mir tun die Hunde irgendwie leid. Vor allem die Alte rennt immer rum, als wenn sie keine Zeit hat. Die ist den ganzen Tag zu Hause. Ist doch oft bei den Leuten, die Haustiere haben. Ich brauche den, aber Gott, schaffe ich mir keinen Hund an, weißt du? So, Unbreaking. Unbreak my sword. So, ich habe. Ist hier eine Spinne im Lager. Ich glaube, ich spinne. Bringen Sie um. Kann ich nicht rennen, doch. Ich habe jetzt beschlossen, ich werde die Cobblestone-Kisten hier hinten hinpacken, weil ich weiß ja sowieso, dass die dann irgendwann hier hinten hin müssen, weil die ja nicht so oft benötigt werden. Dann kann ich mir ja schon mal die Pipeline bauen. Genauso wie Erde. Du hast ja keinen Platz mehr in deinem Inventar. Ja, ich weiß, aber bald schon. Aber du musst jetzt hier hochkommen und dir Inventarplatz, einen Platz freischalten. Zum Not wirfst du jetzt dein Schwert weg. Na, nehme ich gleich Stein auf. Ja, dann musst du ja mal da rauskommen. Mal kurz. Ich bin frei. Yay! Hast du dir das ist verzaubert? Gefunden? Ist aber nicht voll verzaubert. Ach da, Schärfe und Haltbarkeit. Du musst erst Level sammeln, damit du den Rest aufsammeln kannst oder machen kannst. Da ist jetzt Schärfe und Haltbarkeit. Ja. Genau. Ich habe ja bei mir mittlerweile schon alles voll. Aber so kannst du erstmal so ein bisschen. Schärfe hat ja ein bisschen mehr Damage. Hm. Guck mal, hatten wir nicht noch irgendwo Bögen gehabt? Ich hab nämlich noch zwei kaputte. Ja, in der Kiste draußen rechts, wenn du vom Haus rauskommst. Ich nehme die linke Kiste. Kann ich den jetzt eigentlich verzuppeln? Wenigstens irgendwas auf dem Bogen? So, was hab ich denn eigentlich drauf? Power Infinity brauchst du. Infinity, dann hast du erstmal. Na, 11 Level brauche ich. Och, leck mich doch am Arsch. 12 hab ich. Was? 12 hab ich. 12? Mhm. Dann kannst du dir schon mal Infinity auf den Bogen hauen. Da brauchst du nämlich bloß einen Pfeil und dann hast du unendlich Schuss. Dann hättest du schon mal einen Anfang für den Bogen. Ich weiß aber nicht, wie es in Deutsch heißt. Aber Infinity war, glaube ich, ganz unten. Wenn du den Bogen drin machst, ganz unten. Was steht denn da? Unendlich. Ja, genau. 11 Level.
da Garmisch ziehen? Du musst auf E drücken. Und dann? Du musst den Bogenrinnbar auf E drücken. Hab ich. Ist der jetzt, leuchtet der schon? Nee. Hä? Hast du Infinity rübergezogen? Ja, ich kann's nicht ziehen. Na, brauchst du bloß anklicken, ganz rechts außen. Ah. Ja, ich hab da quasi in den Namen reingeklickert. Ach so, nee. Und dann E. Ja, die haben keine einzelnen mehrere Stufen. Das wusste ich nicht. Warte. Den brauchst du auch noch. Danke. So, und jetzt kannst du ausprobieren. Kannst du schießen wie so ein Bekloppter. Und später machst du dann noch Feuer mit drauf. Und Power, glaube ich. Power ist, oder Stärke. Ich hab bloß Power 3, ich brauch mehr Power. Oh, Tim Taylor, ich brauch mehr Power. Wer schreibt mir denn hier? Blink und blitzert hier schon wieder. Die Pippi will zur Buchmesse. Ja. Erzähle. Mann, wir haben hier Themen. Ja. Die hat mir gesagt, da gibt es keine Comics. Also doof. Ich weiß nicht, ob es da Comics gibt. Ich war ja noch nie bei einer Buchmesse. Aber ich gehe ja dahin, um zu erfahren, wie es da ist. Und dann werde ich es ja sehen. Glaubst du, dass der Kater überhaupt nicht zur Ruhe kommt? Der wuselt hier von drinnen da draußen hin und her. Warum? Ich weiß nicht, was der Wetter hat. Draußen laufen irgendwelche Leute rum, dann hängt er wieder an der Türe und lauscht da. Ja, schlimmer als ich. So, ich brauche erstmal hier ein Stück Fleisch zwischen den Kiemen. Gut. Das ist die Nacht rum, ist voll langweilig gerade wieder. ja, was gibt noch zu erzählen? Weiß ich gar nicht. Ja, wie gesagt, buchmäßig, lass mich überraschen. Ja. Ich war ja noch nie bei einer. Da hat mich auch ein Arbeitskollege gefragt, ob ich jetzt so der Bücherwurm bin, dass ich da halt unbedingt hin will. Ich empfinde mich jetzt nicht als ein wahnsinnigen Bücherwurm, muss ich ehrlich sagen. Ich fahr da halt einfach hin, guck mir das an und dann werde ich ja sehen. So nach dem Motto. Naja, warum nicht? Einfach mal angucken, ja. Meinung bilden. Ich hatte gestern hier vorhin eine Werbung gesehen von Thalia, von diesem Buchladen. Da stand dann drüber so, mein Beziehungsstatus. Und dann war dann da so vergeben, Single, da waren etliche Punkte, weißt du, und dann kam dann irgendwann dann so, es ist kompliziert und das letzte war gewesen, ich lese jetzt so lange Harry Potter, bis ich sterbe. Okay. Das Beziehungsstatus. Hm. Ich glaube, ich fand ihn lustiger als eigentlich war. So, hier ist ja eigentlich ohne Schmerzen. Hier ist ja auch schon alles ausgeräuchert hier. Wie hatte ich denn das jetzt hier? Waren hier zwei Kästchen? Ja. Vor vielen Monaten, sag ich mal, hat mich mal ein Abonnent gefragt, ob ich zur Gamescom fahre. Die sind ja gesagt, nee, was soll ich denn da? Ja, die Pläne haben sich wohl jetzt geändert. Habe ich mir auch sagen lassen.
Wahrscheinlich fahre ich doch hin. Ja, die Chancen stehen gut, mit, ne? Ja, die Chancen stehen gut. Ich habe schon Urlaub. Und ich fahre da nicht alleine. Die Püppi kommt mit. Ja. Das ist schon mal voll cool. Sagen wir, wer noch mitkommt? Darf man nicht sagen? Ich denke schon. Das ist ja jetzt auch ein Let's Player. Mehr oder weniger. Der Funke? Der Funke, ja. Der Funke. The Funke. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand verlinkt hat. Ich glaube nicht. Ich noch nicht. Der Arme wird nicht von uns supportet. Wir wollen nicht hochziehen. Mit unseren tausenden Abonnenten hier. Ich schaffe ich bin eh kein Fan von diesem Hochziehen, muss ich ehrlich sagen. Nee. Soll man sich schon selber erkämpfen? Also erkämpfen, mehr oder weniger. Ja, vor allen Dingen, so richtig funktioniert das aber auch nicht. Weil ich kann dich hier auch nicht hochziehen. Auch wenn ich jedes Mal deine Videos like und auch, ich sag mal... Es wird schon wieder Nacht. Teile, sag ich mal, wisst ihr? Hm. Die sind komische Geräusche. Ach, Buddy, wir müssen schlafen gehen. Schon wieder? Hm. Oder willst du... Willst du? Ich würde auch gerne kämpfen, ja klar. Warum nicht? Bin hier gerade im Taubenland. Ah, ich habe mich schon gewundert, warum ich keine Antwort von dir kriege. Ja, weil mich diese Ding angegriffen hat. Ja, alles gut, nicht, alles gut. Ich weiß nicht, wie ich das abbauen soll. Ich mache aber erstmal hier mein Inventar leer. Lieber Vorsicht als Nachsicht, ne? Ich hab doch hier Fortunenruf. Kann ich damit was anrichten? Nee, kann ich nicht. Ja. Ich habe ja noch ein Eisenschwert, das möchte ich sowieso erstmal noch loswerden. Das würde ich sonst als eine Ressourcenverschwendung empfinden. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist, aber ich habe irgendwie da drauf geschlagen und es hörte sich an wie so Schwabbel. Schwabbel? Ja, so. Als wenn einer so, weißt du? Halt! Wer haut mich hier? Halt! Irgendjemand haut mich hier. Hallo? Hier ist einer voll in Ritterrüstung. Alter, Leute, wer seid ihr? Wir können doch drüber reden! Ich bin infected. Infiziert? Von irgendeinem Gras oder sowas. Ach. Ah, was bist denn du? Nee, das ist doch bei Taumkraft so, dass wenn du durch ein gewisses Gras läufst. Alter, da habe ich gedacht, ich werde glücklich, wenn ich hier durch ein gewisses Gras laufe. Warum habe ich hier kein Schnitzel mehr? Wo ist mein Schnitzel hin? Moment, wo ist mein Schnitzel hin? Hatte noch ein Schnitzel gehabt. Sehe ich die gerade nicht? Ich weiß nicht, wo dein Schnitzel ist. Ich sehe meine Schnitzel gerade nicht. Ah, vielleicht sind die, weggeschmissen? Nee, vielleicht siehst du sie einfach noch nicht. Weißt du, wie ich es meine? Du hast sie im Inventar und siehst sie aber nicht. Ah. Oh, Creeper! Ja, Alter, die Druckwelle. Mann, ich bin doch ruhig. Ich hab da noch ja nicht gegessen. Was hast du denn, wenn man vom Mittag, also vom Abendbrot hier so weggefeuert wird? Was soll ich denn hier noch mehr? Tainted Go. Tainted sind denn hier die Monster? Vorhin waren ja beim letzten Mal so viele und... Bin schon wieder vergiftet oder infected. Ich porte mich jetzt mal zur Dings. Dings? Wüste. So, Freunde, wo seid ihr? Naja, die Wüste, warum jetzt keiner mehr bei dir kommt? Weiß ich nicht. Wissen, dass du so ein fettes Schwert jetzt hast. Aber ich kämpfe doch noch mit einem Eisenschwert. Warum?
Na, habe ich doch gesagt, weil ich die Ressourcen nicht verschwenden möchte. Riesen gibt hier wie die Sand am Meer, die Lumpe hier. Ich habe hier irgendwo 3 Sticks noch auf meinen Rucksack hier. Bis zu Hause haben wir auch noch. Also Eisen brauchen wir keinen. Aber wenn wir Eisen brauchen, wir haben keinen mehr, dann werde ich dir Vorwürfe machen, dass er weggeschmissen hat. Ja, so wird's sein. Ja, und musst du mit leben. Aber ich sehe das schon wieder so, ich bin schon wieder gestorben. Ich bin so blöd zum Kämpfen. Nee, du nimmst doch das falsche Zeugs. Ja, Creepermann, komm mal ran hier. Wo sind denn die Zombies? Was für Zombies? Naja, hier Monster. Was ist mit dem Skelett nicht in Ordnung? Warum klickert denn das so? Ja, das ist ein Besonderes. Das ist eine Lilyfee. Spinnet Skeleton. Prinzessin Lilyfee war das. Ist vielleicht nicht so gut, mit meiner Feuerpfeile hier daneben zu schießen. Ich erhelle die ganze Wüste. Es spawnt doch kein Schwein mehr. Was haben wir da oben? Was ist das? Ach so, hier die Crimson-Viecher. Sind die wieder da? Seid ihr wieder da? Nee. Scheiße, die sind nicht mehr da. Weil ich die umgebracht habe? Das ist aber doof. War hier nicht irgendwo ein Dorf in der Nähe? Da waren doch auch welche. Gehen wir mal denen den Besuch abstatten. Vielleicht sind sie noch bei Tageslicht da. Ich brauche noch mehr Rüstung. Ich brauche noch so eine Kutte. Wieso zauberte Rüstung wäre geil, ja. Warum rede ich eigentlich schon wieder so viel? Ist doch gut. Level 10. Yeha. Ich bin 6. Arbeiten, keinen Spaß haben. Ich habe gesagt, ich bin, nicht ich habe. Ach so. Naja. Die Püppi hat sich als Huhn verkleidet gestern. Creeper, den habe ich gar nicht gesehen gerade. Der sah aus wie so ein oller komischer Kaktus. Hat auch dieselbe Farbe, ja. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn das? Sind hier Leute? Nee, das ist einfach bloß ein Monument mit Knochengeripsen. Oh. Hey, was kämpft denn hier da hinten? Das sind meine EP. Nein, die Spinne ist gestorben. Der Pfeil ist genau da gelandet, wo die Spinne gerade gestorben ist. Ach, das ist doch alles. Creeper, stirb mir jetzt nicht da weg. Gut, jetzt kannst du sterben. Da will dir hier untergehen, wisst ihr? Mein Eisenschwert ist bald kaputt. Ach, wie fein. Ah, du kleiner Scheißer. Die verrecken hier alle in diesem komischen Sand. Hat die Pfiffen? Nee. Ist gerade so eine, so tschüss. Aua. So, ich war's nicht. Was haben wir da hinten? Da ist ein Haus. Aber diese Feuerpfeile, ja. Geil. Wenn ich jetzt noch die volle Power da kriege. Dann holla die Waldfee. Mach ich euch alle platt. Oh, scheiße. Ich bin schon Löffel 10. Ich hab grad 12, aber das ist auch daran, weil ich hier keinen mehr finde. Die verstecken sich alle vor mir. Ja, so ging's mir ja auch. Der gehörte Jäger ist draußen. Sie haben Angst. Level 11. Oh, außer die jetzt hier kommen. Hier kommt so ein Wikinger mit goldener Rüstung. Krass. Hatte der gerade 2 Hirne dabei? Was anderes. Ja, weil er hat keinen Kopf gehabt, nur einen Helm. Was ich schon sehr verwunderlich finde. Muss ich ja zugeben. So,
man sollte schon einen Kopf haben, um einen Helm zu tragen. Ja. Manche nehmen es nicht so genau. Wenn die Nacht rum ist, ist dann auch die Folge rum. Ist nämlich schon bei 20 Minuten. Oh. Alter, wer schießt mir hier weg? Alter, wer schießt mir hier weg? Dann ist sicherlich mein Eisenschwert auch kaputt. Diese fiesen Kaktussis. Ah, mit einem Enderman lege ich mich nicht an, da habe ich jetzt Schiss. Noch einer. Da ist ein Skelett. Oh, jetzt ist es weg. Oh. Komm, wenigstens, dass das Schwert noch kaputt ist. Wenn was kaputt gehen soll, dann geht's nicht, ja. Nein! Verdammte Axt. Kühe sind hier, ja. Bring alle um, wir brauchen Leder. Wir haben ja unsere Kuhfarm. Ja. Es gibt ja echt keine Gegner. Na, hier wird hell. Ja, bei mir ist schon. Aber hätte es sein können, dass noch irgendein Schlawiner hier draußen rumrennt, dann ja. Bin ich. Ich bin der einzige Schlawiner, so wie der aussieht. Ja, und ich auch. Was ist denn hier für eine Burg? Was ist denn für eine Burg? Sind da Leute drin? Inge, wahrscheinlich. Hey, yo! Hey, open the door! The fucking police! Oh, meine Mütze und meine Schüchen sind bald kaputt. Oh. Ah, ich finde es geil, wie so die Wüste dann so leichten Sandnebel hat. Mhm. Finde ich ja voll cool. Nix aber schon wieder. So, ich komme mal. Ah, genau, und die Folge ist rum, hatte ich ja gesagt. Ja. Dann bis demnächst.